Manno! Hallo, das ist ein neuer Mario Kart Part. Hallo, na? Echt? Das ist doch immer ein Grumpy. Aha! Aha. Ich will ihn nicht nehmen. Ich nehme jetzt trotzdem. Nee, Diddy Kong hat mir jetzt irgendwie Pech gebracht. Er nämlich Bürger. Wär eklig. Da. Der ist nämlich eigentlich gut. Ob du es glaubst oder nicht. Sieht aus wie ein scheiß Delfin. Aber Tobi und Robby wurden ja auch mit Delfinen bis in die Arktis gezogen. Da weißt du mal was. Ja, aber nur weil er ihn seinen Dingens in den Dingens gerammt hat. Bloodcup, Bloodcup, deine Mutter, das stinkt so schön. Warum ist denn beim Bloodcup nicht die Bloodbahn? Weil das der Bloodcup Retro Stage so hat. Ah, ist ja langweilig. Johannes, soll ich mal was sagen? Musst du, seitdem wir Mario Kart Wii spielen, unsere Wii noch kein Mal stehen geblieben ist? Na, unsere Wii ist doch schon ewig nicht mehr stehen geblieben. Ja. Ja, bei so Mario Kart Wii ist die aber einmal stehen geblieben seitdem. Das war ganz am Anfang. Ja, und die ist schon sehr, sehr lange nicht mehr. Ja, weißt du warum? Weil die, ach nee, wir haben die trotzdem tausendmal. Weil ich die immer rumtransportiere, das hat geholfen. Hast du auch den Delfin genommen? Nee, ich hab das Bonbon bei. Ja, kannst du ja nur verlieren. Alter, genau, der Delfin. Du hast mich gesteuert, ne? Alter, wollt ihr mich verarschen? Noch können wir neu starten. Ja? Ey, komm, fair play. Sicher? Fair play. Ich würde das nicht machen. Für dich. Was für ein Lied war das nochmal? Fair play. Dann mach ich's. Fair play. Mann, warum steuere ich dich immer? Weil ich so schön bin. Nee, weil ich hier gerade noch weil mit anderen so gespielt habe. Und sind da war zu ich schlau, unten. Sind zu schlau gedrang. Geh mir Miss Vicky. Weiß nicht, ob ich letztens irgendwann. Weiß ich nicht. Das mit Fair Play ist doch bestimmt von. Und Laternen Joe und. Nee, Keyboard, Klavier, Piano Joe und so. Nein. Ach nee, das ist dieses. Ich will zurück nach Fair Playland. Gott, ey! Ach nee, genau. Es ist doch dieses Smoke ja, halt einfach die Fresse. On the Fair Play. Oder The Final Fair Play. Genau. So das. Hey ja, hast gehört? Hast gehört? Okay, das Delfin-Auto ist trotzdem gut. Ich dachte schon, du wolltest nur mit deinem Entenbike mal ausprobieren, ob das schwimmen kann. Ich hab doch einen Delfin und keine Enten. Ach ja, stimmt. Nichts. Hallo, ich hab dich gerammt. Ich hab einen Stunt gemacht, du nicht. Ja, weil ich so fasziniert davon war, dass ich dich gerammt hab. Geh weg. Ich sehe das genau. Denn ich kann nach oben gucken, ohne dich zu steuern. Aber jetzt, wo ich wieder in Führung bin, kann ich auch mal wieder ein paar andere Karts ausprobieren. Mach ich ja eh gerade. Jetzt sehe ich gar nichts mehr. Dass du den Neustart überhaupt zugelassen hast, jetzt kann ich am Ende sagen, ja nur weil ich dich da einmal nochmal ja, fahren ja, ich hab's trotzdem gefunden. Dass du den zugelassen hast. Wenn du irgendwann mal mich steuerst, kommst du am Anfang, lass ich dich auch nicht mehr anfangen. Tja, dafür kriegst du jetzt ja, den. Neustart, da war ein starker Panzer. Okay, fair play. Warum sind wir so klein? Ich hab den Blitz gar nicht mitbekommen. Ich auch nicht. Verrückt. Was hast du so Zuckung, Johannes, Bro? Ich hau mir das Ding wenigstens nicht an den Kopf. Wie wollen wir das jetzt noch erzählen? Also ich hab mich mal, um den Boost zu kriegen, gegen den Kopf gehauen. Witzig, oder? Kriegt man den dann besser? Hä? Dann wird er doppelt so doll. Achso. Hey, was will er denn hier? Tot, ne? Ja. Dann mischt das hier mal alles ein bisschen auf. Ach nö. Warum denn ich? Hey, komm. Frau Baby Peter, Mario. Geht woanders hin. Die ist manchmal so in mir drin, das liegt euch daran, dass ja. Ich manchmal träume, ich werde. Was? Habe ich das gerade erzählt? Nein! Leute wissen ja nicht, wer Frau Petri ist. Gott sei Dank. Es ist nämlich Frau Steinkamp. Nein! Nee, das heißt ja noch nichts, ne? Also, ich sag nicht, aus welcher Serie du bist. Ach, jeder wir weiß kennen das auch das nicht, weiß. Weil wir das gucken. Aber es gibt da so einen Kanal. Ach nee, ich wollte nicht wieder mit. Ist doch gar nicht mehr! Ach ja. Mann, was ist das für eine Scheiße? Das ist das Beste, was wir je gemacht haben. Ja. Warum RTL. Sammle ich hier mit Absicht keine Items ein? Weichst du den aus? Nee, ich fahre so weit weg von Items, wie es nur geht. Damit ich die bloß nicht kriege. Und mir alle die wegnehmen. Alter, ich habe noch kein Item gekriegt. Wusstest du, dass Sony das Patent auf Ladebalken hat? Was?
Was ist du, dass du scheiße bist? Wie lange willst du eigentlich noch versuchen? Oh, hallo. Ich habe kurz unserem Eschwäsch gesagt, dass ich bin nur Vierter mit 8 Punkten. Warum habe ich das nochmal dumm machen lassen? Dass das nicht gehört hat. Was? Was? Ich sagte gerade, ich wurde gerne gestört. Wer ist denn dieser Johannes-Pilot? Oh Mann, das hasse ich, ey. Ich hasse diese ganzen Bahnen. Ich hasse Mario Kart. Ja, ich will das endlich durchhaben, damit wir diese Scheiße nie mehr spielen müssen. Wollen wir es dann verkaufen? Ah! Nein, verbrennen. Hast gerade einen Fehlstart gemacht? Ja. Nein. Ja. Ach komm, Fair Play. Nicht nochmal. Also, ne, ich tausche alle Mario Kart Spiele gegen das haarsträubende Hotel von Lemony Snicket. Band 12. Plus 20 Euro. Von, wie heißt denn das nochmal? Betrübliche Ereignisse. Wie heißt das denn nochmal? Ich wieder frei. Doch, jetzt hast du es eigentlich gar nicht mehr verdient. Hä, wie Boah, heißt das denn nochmal? Eine Reihe betrüblicher Ereignisse. Band 12, das haarsträubende Hotel von Lemony Snicket. Aua! Wenn das jemand zu Hause im Regal verstaubt oder so. Ich möchte es gerne kaufen. Oh, ey, let's get ready to fick dich. Haha, das war ich. Hihi. Haha. Huhu. Aua, du hast mich reingerammt, du Arsch! Was soll das? Warum sagst du nichts dazu? Hallo? Hallo? Ich glaube, ich lebe in meiner eigenen Welt. So, ich bin wieder da. Was habe ich verpasst? Gut, Ole, du kannst wieder weggehen. Danke, dass du für mich gespielt hast. Ole Mais? Wer ist das? Ole Hensu, meine ich. Hä? Ich mein Gehirn dreht durch. Hilfe! Ah, ich bin zu groß! Hatte ich gerade den Stachelpanzer? Ich bin auch gerade in meiner eigenen Welt. Ich krieg gar nicht mehr mit, was ich mache. Ich mach das alles automatisch. Darum fahre ich auch automatisch gegen den Wumpen. Aua. Immer wenn ich dich überholen könnte, fahre ich irgendwo rein oder sowas. Das war schön. Boah, der ging ab. Da ging mir einer bei ab. Echt? Nein. Mann, warum krieg ich den Bananen? Ich will keine Bananen! Also aha. Es ist so random, was man kriegt. Aber es kommt auch darauf an, auf welchem Platz man ist. Ah. Ah. Alter, habe ich einen Starry-Panzer getroffen! So. Erklärt mir gerade das Spiel, habt ihr gehört? Ja, das hast du gefragt. Warum komme ich denn hier nicht? Ah. Ich will driften. Aua! Wie alles gut? Wenn ich jetzt nicht irgendein Hüppi-Müpi-Item krieg oder du wenigstens noch 18. wirst oder so. 18. Das krieg ich gar nicht! Weil es gibt nur 12. Oh, mein Bauch. Ah! Ja, gut so. Ich fahr einfach in die falsche Richtung. Bist du wenigstens noch 18. Mich verarschen? Ui. Haha, du bist gegen die Wand gefahren. Ich fahr die ganze Zeit gegen Wände. Hilfe! Wenn ja, das mal. Wenn das mal mein einziges Problem gewesen wäre, doch! Wir lagen vor Madagaskar. Guck, ist 18. geworden da. Alter, was geht hier ab? Nur weil du es gesagt hast, du hast mich irgendwie verflucht oder sowas. Ja, das ist der 18. Spruch. Die steht auch in der Bibel der Satanisten, oder wie man die nennt. Echt? Hä, wie kommst du da jetzt drauf? Gerade gestern habe ich darüber gehört. Gelesen? In der Bibel, hast du da drin gelesen? Nein, bei meinem Satanisten-Club. Als wir gestern am Friedhof rumchillten. I don't get the door closed, bitch. I believe I spider. Ja! Gerade noch Dritter geworden. I hate ducks. Ducks? Meinst du die Börse? Nein, die Enten. Aktien? Die Tiere. Die schnabeligen Tiere. Hallo, halt doch jetzt mal die Fresse. Die haben keinen Schnabel. Die fühlen, wenn es nieselt. Nieselt. Enten. Ach, Dachs. Jetzt habe ich verstanden. Was dachtest du denn? Dachs ich dachte den am Dachs. Hafen, ich meinte das deutsche Tier, der Dachs. Ach, du meintest
das an der Börse? Oder meintest du das schwarz-weiße Tier, das sich oft im Wald aufhält und Gruben gräbt? Lol, 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 lol. Oder meintest du etwa den Hund, den Doc? Ha. Oder meintest du die Serie? Alter, kannst du nicht fressen. Duck mit der Titelmelodie. Du, 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 du. Ha! Wir sind lustige Let's Player. Haha. Peng! Ja, ich bin erster, ne? So, kurz erzählen so und wann sonst so, ne? Peng! Brigitte hat sich gestern einen Ohrring gekauft. Ah, ich fahr auf dem Rasen. Auf dem Grasen? Ey, hier wird man gar nicht mit Kokosnüssen abgebrochen. Auf dem Grasen. Ja, sowas nennt man sich Versprechen. Naja, können wir aufhören, ich hab Bock auf so eine Scheiße. Wenn man sich einmal verspricht, wird man hier gleich fertig gemacht, ey. Ey, weißt du, an dieser Stelle, ne, hab ich mal einen grünen Panzer nach oben geschossen und hab den getroffen, ja, und dann noch über die... Nein, nicht dich, ich meinte die gewisse Person. Achso. Alter, so geil, ne? Weißt du, wie ich mich da gefühlt hab? Wie ein Balthasar Buchs. Nein, wie ein Dachs. Bastian Balthasar Buchs. Bastian Balthasar Buchs. Ich kenne den Produzenten von der Musik. Aha! Geschichte. Hast schon mal mit dem geredet, nein, ne? Hey, geil, das hat nicht funktioniert, weil wir in der Luft waren. Did you say this? Bist du Yoshi? Nein. Gut. Dann hast du gerade nicht so dumm und hast die Banane nach vorne gelegt. Nein. Hier. Leg. Haha, leg. Warum habe ich das nicht. Warum habe ich nicht gelacht? Ja, deswegen lache ich ja. Siehst du, wie ich lache? Ach, zweite Runde, es kann viel passieren. Das ist erst die zweite Runde, ey. Ohne den rasanten Speed ist dieses Ding hier viel zu groß. Stimmt. Tschüss. Drive in me. Scheiße. Drive in me, please. Drive in me. Ey, das heißt please, bist du dumm? Kein Englisch oder was? Hä? Englisch? What's it? Das ist schlecht. Hier, eine Banane. Leg. Ich hab das ja eben auch voll falsch gesagt, weil man sagt, dass hier nur jemand einen überholen will. Scheiße. Ja, schon was von Driften gehört? Ich nicht. Was ist das? Ich sehe nichts, ich weiß nicht, wo du hinfährst und kann nicht das Item nehmen, was du nicht einsammelst. Oh, oh, schade. Ich bin gedriftet jetzt. Das immer hervorheben, wie gut driften ist. Weißt du? Ich kann nicht driften. Kann man mit Fragezeichen eigentlich Sachen abwehren? Nee. Echt nicht? Nee, das hab ich dir irgendwann mal erzählt und hast du irgendwie nur Scheiße gelabert. So. Scheiße, ich habe es gar nicht gekriegt, also habe ich es umsonst abgegeben. Ach, Kacke. I believe I spider! I believe I Regenwurm. Das übergibt gar keinen Sinn. Warum sag ich mir immer übergibt, wenn ich ergibt sagen will? Ja, schon wieder mach ich das. Alter, ich bin so mega dumm! Alter. Das ist schon wieder jetzt kurz am Ziel. Ah, ich verarsch ganz schnell. Enten. Du meinst Enten. Aua. Jetzt versteh ich's. Du meinst Enten. Alter, nein! Du meintest du Enten. Du meintest Enten. Aua. Enten meintest du. Alter, was du meintest dir? Enten. Du meintest Enten. Alter, deine Scheißfresse. Tschüss, ich zieh nach Casablanca. Ist Casablanca überhaupt ein Ort? Mann, das ist Fantasiewelt. Nicht, Birdu? Ja. Ach, komm noch eine! Du! Aua! Johannesbrot! Aua! Komm noch eine! Ja, wer ist dieses Johannesbrot immer? Na, den ich gerade geschlagen auf dem Ton. Hab ich nicht gesehen, also, hab ich gesehen. Also nichts! Meine Nase juckt! Nee, das war mein Knie. Das Knie mit meiner Nase. Halt deine Fresse! Mann, ich will dich doch nur ablenken. Ja, darum bin ich auch schon schlecht. Er überfährt mich! Mich! Ach! Wo ist der Hund hergekommen? Hat wohl jemand auf sein Hölzchen gestampft. Ach, jetzt kommt schon wieder die Hölzchen-Sache. Stell dir vor, ich hätte das jetzt vergessen und würde schon wieder fragen, was das ist. Würde oh, ich mein Nase juckt. Nico, das ist ein Ei! Wer ist denn dieser Nico? Weiß ich auch nicht. Was hast du ja damals gesagt? Ich? Du meinst, Johannesbrot hat was gesagt? Ja. Ja, ich aber nicht. Ja. Naja. La la la. Naja. Naja, ach, das wird schon. Ja, das wird. Ja, genau. Tschüss. Ich kann nicht mehr. Verstehe ich jetzt nicht, das, was du da gerade gesagt hast. Kannst du mir das nochmal erzählen? Ja, das ist von Studio Braun.
Haha, haha, da sagt abgewählt. Er, ich will meinen DVD-Player haben und so. Und dann regt er sich da auf und sagt, der Laden ist zu. Und dann sagt der andere, ja, ach, das wird schon, weil er das Gespräch beenden will und sagt ganz schnell die ganze Zeit, ach, das wird schon, ja, ach, das wird schon, ah, ja, tschüss. Interessant, oder? Witzig. Sollte ich dir nur erzählen, damit ich mich nicht konzentriere, ne? Ja. Kannst du es nochmal erzählen? Ich hab's nicht ganz verstanden. Wir senden das hier gerade aus Trier. Ach nee, nee du! Wie ein Tier. Jetzt hab ich nicht, da konnte ich mich nicht in der Kurve, nee. Mm-mm. In der Kurve ging das nicht. Oh, ich sag, Alter, ich bin gerade so Profifahrer, ne? Willst du aufnehmen, hochladen? Ich sag nur... Oh! Was war das witzig? Du? Nichts mehr. Jetzt geht's weiter, ne? Ich überhole dich jetzt am Ende, so genauso wie eben bei Donkey Kong, wenn mir das gerecht bei ist. Bei Donkey Kong, wer ist Donkey Kong? Hier. You don't get me. You don't get me. Aber dadurch bist du. Oh. Alter, war das knapp. Alter, habt ihr das gesehen? Das war knapp. Alter. Ich seh nichts. Fissel dich. Hallo, kleine Ratte! Oh, look at on the top screen! Ja, hier, bitte! Och Gott! Setz Nutz! Ey, das ist genauso wie eben, nur andersrum! Nee, das habe ich aber alleine gemacht. Du brauchst es da, fremde Hilfe. Ey, ah! Nein! Was hast du da? Das war doch... Das war noch ich, das war meiner. Nein. Du hattest vor, das ist doch nur ein Schäbil! Auch jetzt hat er sich ins Badezimmer eingeschlossen und weint. Ja, das Boot, alles okay? Hast du dir die Tränen abgewischt? Nein, ich habe ins falsche einmal gekotzt. Gekackt? Gewatscht. Kackt. So, das war's für heute mit Mario Kart. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Wenn es heißt, the king is the man with the crown on his hand. Hast du die Punkte aufgeschrieben? Tschüss! Hast du die Punkte aufgeschrieben? Nein, weil die stehen da ja, wollte ich ja nicht aufschreiben. Habe ich jetzt aufgezeichnet. Das kann ich nicht so scheiße an. Mach du mal das aus hier. Nö. Ja, ich auch mal so. Ja, das ist jetzt schwer. Ja. Mein Knöchel juckt. So, gucken wir jetzt Polysemia 44. Wir wollen das auch alles filmen beim Sommerfest, ne? So Kamera, so mit Stativ und so. Bist du denn da jetzt eigentlich auch? Auf dem Fest, ja. Ja, lade mal Leute ein. Hab ich schon. Echt? Was sagen die? Ich check dir einfach in die Veranstaltung. Ja, aber keine Ahnung, so wenn Nino da ist oder so, sagst du ihm, komm auch mit. Was ist das? Ja, weil... Brauchst nichts hier an, nur guck. Die Musik hat er dann an, was jetzt hört man ja. Oh ja. Ah! Er ist weggeflogen! Ey, jetzt, also... E.T. heißt das Video, weil er mit dem Fahrrad wegfliegt. Achso, das kenne ich. Das hat irgendwer getwittert. Warum zeigst du mir Videos, die irgendwer twittert, dann sehe ich die doch eben bei Twitter. Ja, warum kennst du dir das dann? Ja, weil ich seit gestern nicht zu Hause bin und immer hier irgendwer ist. Also, du filmst das dann, ne? Gut. Was? Ja, du unterbrichst mich ja mittendrin. Also kommen dann auch so Leute, ne? Bestimmt nicht. Warum nicht? Geh doch mit Nino dahin. Da gibt's Bier. Ich erzähl dem einfach, es gibt Freigetränke. Ja, das stimmt ja nicht. Nee? Nein. Oh. Irgendwie, also, wir stellen das ja eh nur mit dem Stativ dahin, aber du kannst dann immer so mal aus- und anmachen und sowas und gucken, ob das noch läuft oder so. Oder? Geht doch, oder? Was soll das bedeuten? Also nein. Ja. Ja, Papa macht das vielleicht auch, keine Ahnung. Lass das mal aus. Ja, tschüss jetzt, Johannesburg noch ein letzter Satz. Ah, Retidetni! Ich lasse dich auf alle beschreiben.